Unser gelber Lieblingsfreund. Ja, wir kennen ihn. Ich kenne ihn zumindest und ich sterbe jetzt mal gegen ihn. Weil ich das Muster nicht auswendig kenne. Hallo, mein gelber Freund. Autsch. Autsch. Ja, der gelbe Dämon, wie er so schön heißt. Einer der gefürchtetsten Bosse ins Zelda? Ja, der ist einer der gefürchtetsten Bosse in Zelda, wisst ihr? Und dann hat er noch einen Teilzeitjob in Mega Man angenommen, um dort noch ein bisschen Geld zu verdienen, weil seine zweite Freundin ist schwanger geworden und deswegen hat er nicht mehr genug Geld gehabt und dann die Alimente und wisst ihr... Bleib doch... Och, du Arsch! Och, Manu! Los! Komm hoch! Mach nicht so doof! Och, scheiße, Entschuldigung. Jetzt habe ich doch Turbo gedrückt. Jetzt habe ich mich dazu verleiten lassen. Wollte ich doch... Also ich bin tot. Einfach platt gemanscht worden. Na, habe ich verdient, dafür, dass ich Turbo gedrückt habe. Muss ich akzeptieren. Am besten lege ich den Knopf weg. Am besten lege ich es weg vom Gamepad. Dass ich nicht wieder in die Versuchung komme. Danke. Na toll. Noch einen Schuss hätte er gebraucht. Ach scheiße, dann kommt er ja eh wieder. Du sollst hohe Sprünge machen, wenn ich vor dir bin. Dass ich nicht getroffen werde. Und, Supi. Na toll, na dann mache ich jetzt einfach mal Folgendes. Dann lasse ich mich jetzt mal absichtlich sterben und zeige euch als Preis für den Tod, beziehungsweise umgekehrt, wie es mit Turbo-Button aussehen würde, gegen so welche zum Beispiel. Selbst mit Turbo kriege ich die nicht so einfach um. Also die sind absolut imber, die Jungs. So, Hände weg vom Turbo-Knopf. Nein, du sollst hochspringen. Du bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch. La 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 la. Hochspringen, hochspringen. So animiert man sie also dazu. Gut, dass ich's weiß. Nein, bleib einfach weg. Niemand will dich sehen. Selbst deine Mutter hat gesagt, nö, den will ich nicht sehen. Niemand mag dich. Und brrp, und brrp, und brrp. So, hier ging das so, und ja, das passt so. Sehr schön, funktioniert doch. Uiuiuiuiui. Hier oben das Leben und erreiche ich nicht, wie immer. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Und hier kommt man gerade so hoch, ganz, ganz knapp. Aber getroffen wird man so oder so. Außer vielleicht man benutzt eine Waffe, um sie schon abzuballern, bevor sie einen erreichen. Ach, ich werf Steine darum. Hä? Okay, wo habe ich das gerade hergezaubert? Wie ging das? Ich habe gerade einen Stein aus dem Nichts gezaubert. Ich bin toll. Ich bin absolut toll. Ach, Torpedo. Torpedo, weißt du... Torpedo... Ich hasse dich. Torpedo? Deine Mutter. Ne? Deine Mutter, Torpedo... heißt Bernd und ist der Stärkste im Knast. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, ha? Huh? Da sagst nichts mehr. Autsch. Ich mag es nicht, von Kubikmeter großen Stacheln anal penetriert zu werden. Und mein Telefon mag ich auch nicht. Moment. Telefonat beendet. Zeit zu sterben. Ja, ja, ja. Und Tod. Erfolgreich, erfolgreich gestorben. Okay, ich glaube, ich habe den ganzen Scheiß aus dem Kopf bekommen. Vielleicht kann ich jetzt ernsthaft machen. Vielleicht kann ich jetzt mal wieder ernsthaft spielen. Okay, ich habe gerade einen großen... Ich weiß nicht, wie sie heißen, verschwinden lassen. Ich weiß nicht, wie ich das getan habe, aber ich habe es geschafft irgendwie. Und hüpf. Ja, ja. Herrlich. Okay, Gutsman's Ass. Waffe. Mach auf! Mach die Tür auf! Ach, Eis. Ich hab das Feuer gerade irgendwie fast kaputt gehauen, ne? Scheiße. Nee, so nicht. Nein, 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 nochmal. Nein, so erst recht, das war ja super scheiße. So, und
Nein, warum mache ich immer zu früh? Mein Timing ist immer daneben. Oh. Zum Glück kostet Eis nichts. Ich habe genug davon dabei. Und hüpp. Okay, das geht so. Nee, ja, nein, ja, nein, ja, doch, ja, 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 ja. Okay, es funktioniert. So, ich bin ja doch schon wieder einmal getroffen worden. Vielleicht, wenn ich es so mache, vielleicht geht das. Ich hätte es genau wissen müssen. Ah, verdammt. Nein, nicht schon wieder hier. Oh. Oh. Oh, da tun mir doch die Eier von weh. Das geht auf die Nüsse, aber im wahrsten Sinne. Das ist einfach auch Mega Man, du stehst auf meinen Eiern. Bitte nimm doch deinen Fuß hoch. Mach ihn doch weg. Es tut doch so weh. Nein. Mega Eierquetscher. Brrt, brrt, brrt. Zack. Zack und verkackt. Nochmal. Nein, verkackt. Frag mich nicht, was daran so schwer ist. Ich. So. So. Ja, 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 so. Herrlich. Okay, ich habe 0 Punkte. Traurig. Schaffe ich es diesmal? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie käme ich auch darauf? Jetzt werde ich mal getroffen. Bam, 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 bam. Oder auch nicht. Fantastisch. Wie habe ich das vermieden? Keine Ahnung. Es ist ein Rätsel, aber die Nachwelt wird mich dafür in Stein verewigen. Und wird ewig über das Mysterium rätseln, wie ich das geschafft habe. War klar. Ich dich auch, Spiel. Ja, ich dich auch. Aus ganzem Herzen. Ebenso sehr wie du mich. Perfekt, wenn du da oben kommst. Dann bleibst du ewig weg, aber störst mich nicht. Abfarmen? Bringt's was? Nein. Nein. Na, ist egal. Oh Gott, da brauche ich mein M. Mein tolles. Autsch, danke. Nein! Oh Gott, bin ich doof. Ich habe schon wieder nur ein Leben übrig. Geh mal weg, bitte. Geh ich halt mit M darüber. So. Warum fällt man so unglaublich schnell, wenn man gerade vom M runterkommt? Hä? Kann mir das jemand erläutern? So. Mehr M. Schaut, pop. Ist doch völlig unphysikalisch, wie schnell man da dann runterfällt. Oh nö, jetzt geht mir gleich schon wieder mein M aus, oder? Nein. Nein. Ja, wenn ich so mache, geht's mir aus, auf jeden Fall. Scheiße, jetzt ist es mir schon ausgegangen. Fuck. Ja, ne? Ich will nicht rummeckern, aber... Oh Gott, das geht doch noch. Boah, wie knapp. Heieieiei. Kein M mehr für mich. Nur noch gelber Dämon. Okay, komm. Ganz ruhig, ganz ruhig, Kamera. So, nee, das war schlecht. Ich habe das Schema nicht im Kopf, es tut mir leid. Ich kenne den Cheat. Ich kenne den Eggman Cheat. Aber ich will ihn nicht benutzen. Ich will nicht cheaten, wenn es irgend möglich ist. Und es ist immer möglich. Scheiße. Oh, ich brauche noch so viele Versuche, bis ich dem sein Muster endlich drauf habe. Nee. Nee, so doch nicht. Ja, gehen wir rüber. Sliden müsste man hier können. Das wäre von Vorteil. Ich glaube, den Level werden wir jetzt noch einige Male sehen, fürchte ich. So wie es aussieht. Hau ab! Hau doch! Ab, jetzt kommt ein neuer, weil ich zu weit weg war. Ja, ist klar. Hoch! Ja, brav. Und der nächste? Och, ja. Und hoch. Ja, nein, schlecht. Schade, sehr schade. Und schon wieder bei Gutsman. Och, ich...
Langsam kommt der Frust etwas. Langsam. Der Level ist so lang und ist so eklig und hart und... Wisst ihr? Und dann der schwere Boss, bei dem ich erst noch wirklich lernen muss, wie er wieder geht. Wie war das? Ach du große Scheiße, war das knapp. Boah. Wie war das noch bei dem gelben Dämon? Ist er auch wirklich schwach gegen die Blitzwaffe oder ist es nur der Pause-Cheat, der so stark gegen ihn ist? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ja gut, ich meine, er wird schon wahrscheinlich irgendeine Waffe haben, gegen die er schwach ist, oder? Könnte ich mal rumexperimentieren. Wenn ich mit vollem Leben bei ihm ankomme, wäre es das vielleicht mal wert, würde ich sagen, oder?